Don't waste my time, hätte er sagen müssen. Okay, der kann wirklich nichts mit diesen Dingern anfangen, aber wir können jetzt erstmal sagen, Gegenstand kaufen. Wir brauchen 9. 9 weitere, so. Okay. Denn ich wollte euch das Frostmoan mit Leuchteffekt zeigen und dafür müssen wir eine besondere Waffe auf Stufe 10 verzaubern, wo ich mich so gefragt habe, Alter, welcher normale Mensch macht denn so etwas, ja? Und zwar, wir müssen entweder ein kaputtes Schwert oder ein abgebrochenes Schwert auf Stufe 10 verzaubern, ja? Und da frage ich mich echt, welcher Idiot hat denn sowas ausgetestet, ein kaputtes Schwert auf bis zu Stufe 10 abzugraden, ja? Weil ich sag mal, Es ist, ich sag mal, wenn man jetzt so ein normales Schwert hat, Ding oder, keine Ahnung, ein Kurzschwert oder sowas, das sind ja alles noch so eine vertretbaren Waffen, aber ein abgebrochenes Schwert, was man hier von den Untoten ganz am Anfang bekommt, ernsthaft? Wie kommt man auf so einen Plan? Ja, komm, damit habe ich am Anfang schon angefangen, hier die Gegner zu killen, ja? Oh, das war Wucht, ja. Das war das Wunder Wucht. Wir haben leider keine Konstitution mehr. So und so. Na bitte, geht doch. Keine Ausdauer, ja. Keine Ausdauer. So. Und ja, ich weiß, ich hätte und so weiter und so fort. Die ganzen Seelen irgendwo in Attribute packen können, aber ich hab's euch gesagt, ich bin euch es immer noch schuldig gewesen und deswegen. Ja. Deswegen möchte ich jetzt dieses Frostmoan mit euch bauen. Nur aus diesem Grund. Ich kann euch gleich versprechen, benutzen werden wir es eh nicht, weil unser Schwert ist nach wie vor stärker. Aber ich wollte es euch wirklich zeigen. Und vielleicht ist es ja dann doch mit 3 Punkten stärker als das, was wir jetzt da haben. Ich wollte unter anderem mal die Länge austesten. Vielleicht ist das Schwert, was der Wolf Sif im Maul hatte, doch länger als das, was wir auf unserer Schulter jetzt momentan ja, spazieren tragen. Müssen wir echt mal gucken. So, aber dafür müssen wir jetzt erst einmal das komische kaputte Schwert oder zerbrochene Schwert auf Stufe 10 bringen und dann müssen wir das umspielen lassen und das müssen wir nach wie vor bei diesem Typen hier machen. So, jetzt kann der uns erstmal sagen, oh, das ist aber eine schöne Bling-Bling-Glut. Hallo, Forge, I can't strong. Will der die Glut nicht? Müssen wir zu dem anderen Typen gehen. Zu dem bei dem, Feuerbrandschrein. Da haben wir ja auch noch einen, welcher uns Glut abnehmen kann. Und zwar da in den Ruinen von Anor Londo. Gut, so. Rüstung verstärken. Gegenstand kaufen. Jetzt müssten wir rein, theoretisch. Moment. Ja. Immer wieder kommen wir. Jetzt müssten wir rein, theoretisch. 10 und 10 haben wir. 10, 10. Ja, haben wir. Super. So, Waffe verstärken. So, jetzt brauchen wir zerbrochenes Schwert oder Schwertgriff. So, nehmen wir das zerbrochene Schwert. Aber ernsthaft, wer probiert denn sowas aus? Ja, okay, es ist, da gibt es dann wahrscheinlich so eine Typis, die dann sagen, okay, das würde mich jetzt mal interessieren.
Jetzt wird sie mich verarschen, wa? Jetzt wird sie mich richtig verarschen. Jetzt kann ich diese Waffe nicht umwandeln, weil wir da zu dem anderen Schmied hinrennen müssen, oder was? Das ist doch kack hier ist. So, komm hier. Das nervt mich aber jetzt gerade ein wenig. So, ich glaube, ich mache dann doch wieder das Wunderin. Wille. 18 haben wir. Zumindest jetzt hier, wo wir unsere Besorgung machen, ja. Also da fahren wir auf jeden Fall besser mit unserem Zauberrückkehr. Geil. Jetzt habe ich hier noch zwei Leertouren, ja. Also einmal, wir haben jetzt hier unsere Dinger da, unsere Scherben gekauft. Das ist schon mal schön und gut. Aber dass man halt diese Waffe da nicht hier auch noch umwandeln konnte, das war mir jetzt nicht wieder so bewusst. Ach ja, na geil, Freunde, na geil. Immer diese Rennereien hier! Aber ich find's gut, dass man mittlerweile sich teleportieren kann, ja. Ich hab's ja auch schon angesprochen gehabt, Dark Souls 2 ist ja auch schon lange raus. Und habe ich jetzt auch angefangen zu spielen, da kann man ja gleich von Anfang an sich teleportieren. Das spaltet auch die Community von Dark Souls ein wenig. Manche behaupten, es ist viel leichter, andere sagen, oh ja, das ist genau das, was mir das Spiel ein bisschen, was für mich das Spiel ein bisschen interessanter macht, weil ich dann nicht ständig die ganzen Laufwege habe. Ja, das ist richtig. Ich sag mal, hier kann man sich ja auch teleportieren. Warum sollte man dann das jetzt so verteufeln, dass man jetzt sich hier teleportieren kann im zweiten Teil? Gleich von Anfang an. Also, ich find diese Diskussion ein bisschen albern, aber nun gut. So. Ausrüstung umwandeln. So. Genau, hier hat man ja unser Claymore gebaut gehabt, aber wir nehmen das zerbrochene Schwert, weil ist halt einfach besser, ne? Okay. Waffe verstärken und da gehen wir jetzt hier, zerbrochenes Schwert, zerbrochenes Schwert, zerbrochenes Schwert und zerbrochenes Schwert. So. Ach, man braucht nur 9. Ja, ja, wir wollen, es will niemand, dass du zur Hülle wirst, ja, ich auch nicht. So, Moment, 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 Moment. So, zweierlei Sachen. Oder dreierlei Sachen. Dann würde ich jetzt nochmal zum Feuerbrandschrein gehen. Teleponopeln. Oder warte mal, hier, Zauber einstimmen. Dann machen wir jetzt hier doch wieder... Heilung oder Auffrischung? Was war denn besser? Auffrischung oder Heilung? Ich sag mal auffrischen, weil du dann kontinuierlich ein bisschen was dazu bekommst. Und hier... Ach, man kann nur entweder oder machen. Man kann jetzt hier nicht... Nee, doch, kann man. Ah, ich dachte, man kann jetzt hier zum Beispiel keine Besonderheiten reinknallen wie... Obwohl, nee, ich nehme doch die Heilung. Ich dachte, man kann jetzt hier keine Pyromantie und Wunder reinknallen, sondern man muss entweder das oder das nehmen. So. Okay, Heimkehr. Wo ist denn Heimkehr jetzt? Hier, Heimkehr, 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 Rückkehr. So. So, jetzt haben wir beides drin. Jetzt nehme ich auch wieder unser Schnüffeltuch. So. Teleportieren und Feuerbrandschreien. Da möchte ich jetzt die Glut loswerden. Feuerglut, Chaosglut und ich glaube, wir hatten noch eine. Müssen wir mal mit dem Typen hier unten ansprechen. Ey, der Fettsack ist weg. Ich probiere jetzt einfach mal
das Ding. Abzugraden. So, das hat er hier schon, Potenzial. Jetzt gucken wir mal. Geht das bis 20 hoch? Kriegt man hier 20 Estus Flask? Also einmal konnten wir. Nochmal. Ah, okay. Also jetzt geht's nochmal. So, probieren wir es noch gleich einmal. Ja. Haha! Okay, es gibt ein Maximum. Es gibt ein Maximum, das liegt bei 20 Estus Flask. Na geil. Das ist gut zu wissen. Ja, jetzt hier so gegen Ende. Also jetzt wisst ihr das, Freunde. Solltet ihr das Spiel auch spielen, dann geht zu Feuerrad. Das sollte der erste Boss sein, den ihr ins Visier nehmen solltet. Also sprich, der unten bei der Katakombe oder bei den Katakomben. Und wenn er den nämlich gekillt hat, da kriegt er ja dieses Entfachen. Und dann würde ich nämlich das hier oben beim Feuerbrandschrein, das auf Stufe 4 upgraden, das Feuer. Obwohl. Ach, das ist eh ein bisschen scheiße, weil das, weil dieses Feuer, das wurde ja, da ist ja die Feuerhüterin getötet worden. Aber dass man halt so ein Ausgangsfeuer hat, zu dem man immer wieder zurückkehren muss. Das wäre natürlich dann ziemlich cool, wenn du da irgendwo immer zu einem Feuer hingehst und dann halt in die Gebiete einfach ausschwärmst vor diesem Feuer aus. Und hätte ich das eher gewusst, dann hätte man sich schon ein paar Wege sparen können, ne? Hey, hang on. Is that an ember? Oh, I'm sorry. We've been on, don't dip. Perhaps she's trying off. What is it? Der möchte auch die Glut nicht haben. So eine schäbige Glut möchte ich nicht haben. Na, okay. Ja, gut. So. Teleportieren und jetzt hier wieder zur Kammer der Prinzessin. Ah, ja. So, es tut mir leid, dass wir jetzt hier am Anfang wieder auf dem Laufwege haben. Sinnlose möchte ich noch hinzufügen. Aber dann kann ich euch endlich mal Frostmourne zeigen. Und da kann ich auch so eine Warcraft 3 Einzeiler bringen. Wrath of the Lich King Einzeiler insbesondere. Die Arthas immer wieder als Held dann so gebracht hat, von wegen Frostbone dürstet und so ein Scheiß, ja. Wird sich jetzt heilen oder? Hihi. Einfach zwischen die Beine rennen, ja. Also jetzt nicht fürs Real Life so nehmen, ja, sondern bei diesen Gegnern bringt es einfach Effizienz im Besiegen. So. Na bitte, so. Hier haben wir leider nichts bekommen. Keine grauen Brocken oder sonst irgendwas. Ich glaube, die grauen Brocken, die brauchte man, um auf plus 15er Waffen zu kommen. Oder grauen Schollen. Ich glaube, die grauen Schollen, das sind... Beziehungsweise, sagen wir mal, die Schollen, die sind die höchsten Upgrade-Inkredenzien, die man hier so bekommen kann. Die braucht man zumindest, um zum Beispiel eine Waffe, eine magische Waffe, auf Maximumstufe zu bringen, also plus 5 magische Waffe. Das heißt, du hast eine Standardwaffe plus 10 und dann nochmal plus 5 weitere Stufen Feuer oder Blitz oder Magie oder sonst irgendwas. So.
Okay, gut. Ausrüstung umwandeln. Finstertöter. Hier, zerbrochenes Kristallschwert, zerbrochenes Blitzschwert und hier Finstertöter. So, mit Hilfe von der Seele von Wolf Sif. Ja, wollen wir mal machen. Jetzt haben wir Finstertöter. Das zeige ich euch gleich auch mal. Komm. Finstertöter, wo haben wir dich, du gutes Stückchen? Da haben wir's. Wieso können wir das nicht tragen? Oh, hier 20 Intelligenz, 20 Willenskraft. Na okay, das haben wir natürlich nicht. Aber, ich kann es euch mal zeigen. Hier, Frostmoan. Wo haben wir hier irgendwo ein Schild? Hier haben wir ja auch nirgendwo Licht, Freunde. Ich hätte es euch lieb gerne mal gezeigt. Okay, komm mal. Nochmal! So. Nehmt es mir nicht übel, aber ich gehe jetzt doch nochmal hier auf Dingsbums, auf das Großschwert. So, damit wir dann da vorne mal irgendwo in Sonnenschein geraten. So, Arschgeige. So, jetzt müssten wir eigentlich auch noch den Finstertöter gleich upgraden können, wa? Waffe verstärken. Finstertöter. Da Finstertöter. Was brauchen wir dafür? Dämonentitanit. Okay, haben wir jetzt leider nicht mehr, weil wir da unseren komischen Bogen upgegradet haben. Aber der wurde dann auf, sagen wir mal, 308 Schaden in Summe kommen, weil der hat ja hier einmal physischen Schaden und einmal magischen Schaden. Wenn man ihn jetzt nicht auf diese Art spielen wollen würde, also hier mit Willenskraft und Intelligenz, sondern nur auf physisch gehen würde, dann würde der 280 Schaden machen auf Stufe 5. Also jetzt nicht stärker als unser Schwert. Unser Schwert hat grundmäßig 330, also wenn man jetzt mathematisch rangeht, ist unser Schwert nach wie vor nur ein Plus-Ultra, ja. Also da kommt so gut wie gar nichts ran an dieses Schwert. Ich habe auch noch gesehen, es gibt auch noch ein Ultra-Großschwert hier von dieser Art, ja, also von dem Schwarzritter Ultra-Großschwert gibt es auch noch. Das hat genau dieselben Attribute, bloß dass es in, ich glaube, in Stärke skaliert es in C und in Geschicklichkeit auch in C. Das ist das Einzige und es ist schwerer und man kann die Leute schneller aus dem Gleichgewicht rausprügeln, ja, also das sind halt diese Sachen, die es da auch noch so zu wissen gibt. So, 24, 18, 20, 20. Also das ist, ich sag mal, oh hier, Achtung, da unten. Das hat auch noch Heiligenscharen. 140, das habe ich ja gar nicht gesehen. 140 Heiligenscharen gibt es hier auch noch. Fluchscharen hat es keins, aber dann halt diesen heiligen Bonus, daran habe ich jetzt gar nicht gedacht. Also könnte das dann doch stärker sein als das, was wir aktuell führen. So, aber wir können es in keinster Weise tragen. Wir haben weder Intelligenz noch Willenskraft. Also, ich wollte es euch bloß auch gezeigt haben, wie es aussieht. Ich würde jetzt nochmal sagen, hier, Schnüffeltuch. Ja, Schnüffeltuch. Jetzt gehen wir nochmal in irgendein Gebiet, wo wir das Schwert uns nochmal in voller Pracht angucken können. Hier. Ja. So. Kannst du mal bitte in die Kamera halten? Ja, so. Aber sieht schon verdammt geil aus, muss ich so sagen. Das hat halt diesen Krumm-Effekt. Und diese physische Sache von dem Schwert hätte es nicht. Also die wäre dann so Damaststahl-Style. Komplett schwarz gehärtet. Also hier ohne diesen blauen Schimmer. Aber sieht schon verdammt geil aus, muss ich echt so sagen. So, hätten wir noch ein bisschen Dämonentitanit, dann hätte ich das auch abgegradet. Aber da wären wir dann hier bei hätte Fahrradkette.
Hier, guck mal, 120 plus 85 Grundschaden, ja, durch unseren CC in Geschicklichkeit und Stärkebonus, ja, aber hier BB, das ist eigentlich so eine Intelligenzwaffe und Willenskraftwaffe, also eher was für Kleriker, für wahrhafte Paladine, ja, also müsste man sich echt überlegen, ob man sich das Ding zulegt. Ich wollte jetzt hier einfach nochmal ein paar Seelen rausgeworfen haben aus dem Fenster. So, und kann mir jetzt auch gleich mal überlegen, was wir jetzt noch skillen werden. Intelligenz. Uiuiuiui. Also, ich könnte jetzt hier auch auf Wille 20 gehen. Bringt uns jetzt nicht so viel mehr. Aber ich sag mal, entweder in Vitalität oder Konstitution. Ne, die TP, die erhöhen sich dadurch dann nicht. Stärke. Ach, hier. Kondition. Tut mir leid, da steht ja Kondition, nicht Konstitution. Die Konstitution ist ja die körperliche Verfassung, die ein jeder hat. Und die Kondition ist ja eigentlich auch die körperliche Verfassung, die ein jeder hat. So, wie viel brauchen wir? 41.000. Kriegen wir es auch hin? Müssen wir mal gucken. So. Aber ich finde es ein bisschen schade, dass der Typ hier dem Wahnsinn verfallen ist. Der hier uns das, die ersten Worte geschenkt hatte in diesem Gebiet. Der dort auf den Stufen saß, dort vorne. Und gesagt hat, oh, well there. You're in hollow, right? Oh, sure. Ring my bell und so weiter und so fort. Ja, so oder so ähnlich hat sich das ja angehört gehabt, dieses Dialog, dieser Dialog. Finde ich schon schade, dass der wirklich dem Wahnsinn verfallen ist und zur Hülle geworden ist. So. Nun gut. Wir gehen jetzt erstmal hier wieder zur Tochter des Chaos, in der Hoffnung, dass wir da so ohne weiteres wieder uns nach unten porten können. 20 Estus Flask haben wir ja auch in der Tasche. So, da ist nach wie vor der komische Diener tot. Moment, wir müssen da lang. Hui! Das ist echt cool. Das ist verdammt cool, ja. Aber es ist natürlich auch ziemlich dufte, dass das hier überhaupt gar nichts bringt, ja. So, da geht's nach unten. So, und von da kamen wir, wa? Von da hinten kamen wir. Ja, also von hier kamen wir. Und da geht's auch noch weiter. Und ganz unten ist ja auch noch dieser Nebel gewesen. So, jetzt gehen wir hier erstmal runter. Hahaha, da wolltet ihr mich natzen, aber nicht mit mir. So. Von da kam man nämlich. Also von da ganz weit unten im indirekten Sinne kamen wir ja. Das ist richtig, das ist richtig. So, hier hätten wir aber jetzt unseren Shortcut frei. Hey, Moment mal. Sollten wir Sterne machen, mache ich nämlich hier nochmal einen kleinen Trick. Weil wir kommen jetzt beim Feuerbrandschrein raus und deswegen machen wir einfach mal hier. Jo, dann kommt das nämlich da wieder nach oben. Und sollten wir nämlich dann sterben, dann kommen wir beim Feuerbrandschrein raus und dann komme ich nämlich da wieder runtergefahren. Dann teleportiere ich mich dann hier das nächste Mal auf hier hin. So, und dann kann ich da wieder runterfahren. Deswegen ein bisschen weit gedacht, ne? Ein bisschen weiter gedacht, aber ich hoffe, es ist da nicht nötig. So. Ich finde es aber gerade wirklich ein bisschen schade um das Schwert. Man hätte sich auch ein Schild schmieden können. Da hätte man einfach irgendein Schild, was man so gefunden hat, einfach auf Stufe 10 bringen müssen. Dann hätte man da auch halt daraus eine Astoria-Waffe schmieden können. Astoria? War das Astoria? Ich weiß nicht, wie der Typ hieß. Okay. So viel dazu.
Wir haben ja noch... ein paar Menschlichkeiten über. So, einmal. Und zweimal. Ja, sage ich jetzt einfach, shit happens. Solange wie wir noch Mensch waren, dann kann man die auch rauskloppen, oder? Und ja, ich weiß, da kriegen wir jetzt nur 15 Flask. Sollte ich da jetzt so sterben. Aber wir haben ja immer noch die 5 Heilungen dabei. Und außerdem haben wir ja auch noch die 20 Flask vom Anfang. So, okay, hier gibt's nichts weiter, oder? Hier hinten? Erst immer mal gucken. Nicht, dass jetzt sich hier irgendwo so eine Seele versteckt, die man erst auf den zweiten Blick sehen würde. Nee. So eine arme, vermaledeite Seele, die hier den Tod gefunden hat. Kann ja immer mal sein. Okay. Brauchst Glück, wa? Vor dir, Feuer. Achtung, vor dir, Feuer.